Frühling und keiner geht hin? Fehlanzeige. Viele Hallenser zog es am Wochenende ins Freie zu den beliebten Plätzen. Wenn man allerdings genauer hinschaut, fiel schon auf, dass etwas anders war. Die Atmosphäre ruhiger, die meisten blieben für sich. Viele Hallenserinnen und Hallenser befolgen die Regeln, die einschließlich bis zum 19. April gelten. Dafür herzlichen Dank. Einige wenige meinen, sie müssten sich nicht daran halten. Sie haben leider noch nicht verstanden, dass sie damit sich und vor allen Dingen andere in Gefahr bringen. Für den Samstag zog der Oberbürgermeister eine insgesamt zwar positive Bilanz, dennoch bei 95 Kontrollen wurden an diesem Tag 36 Strafanzeigen gestellt. Die städtischen Ordnungskräfte mussten, unterstützt von Polizei und Feuerwehr, zahlreiche Ansammlungen auf der Ziegelwiese auflösen. Hier wurde teilweise trotz unserer Hinweise die Picknickdecke ausgerollt. Auch am Kanal und an einem Kiosk in der Richard-Wagner-Straße musste die Polizei einschreiten. Dazu kamen verschiedene Partys in Wohnungen und Hinterhöfen, zum Beispiel in der Ludwig-Wucherer-Straße, in der Thomasius-Straße und in der Elsa-Brandström-Straße. Am Sonntag kam der Frühling dann so richtig in Fahrt. Bei diesem Wetter in trübe Stimmung verfallen, das war kein gutes Rezept, trotz oder gerade wegen der immer noch ernsten Situation. Die Präsenz der Ordnungskräfte an den Hotspots war ein eindeutiges Signal. Frühling genießen und sich dabei trotzdem an die Regeln halten. Darüber wachten die Einsatzkräfte. Dass aber auch der letzte Hallenser weiß, wie weit er gehen darf, ist illusorisch. Das war auch am Sonntag festzustellen. Die städtischen Ordnungskräfte haben gestern 130 Kontrollen durchgeführt und waren im gesamten Stadtgebiet präsent. Dabei haben Stadt und Polizei insgesamt 40 Strafanzeigen gestellt. Diese betrafen ausschließlich Personenansammlungen. Insgesamt 97 mussten von der Stadt aufgelöst werden, unterstützt von der Polizei. Der Altersdurchschnitt dieser Ansammlungen wird nicht statistisch erfasst. Die größte Ansammlung, die wir hatten, war am Kanal mit 30 Personen. Die Infektionszahlen und die der geheilten Patienten geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Vorsicht im eigenen Verhalten ist auch vorerst weiterhin angesagt. Mit Ausnahme einiger Unverbesserlicher haben das die Hallenser verstanden. Die meisten Hallenserinnen und Hallenser haben sich jedoch an die Regelungen von Stadt und Land gehalten. Dafür herzlichen Dank. Wann wie viel Normalität wieder möglich sein wird, hängt auch ein Stück weit davon ab, wie jeder Einzelne sich verhält.